Einen Redakteur mitgenommen, den Holger, ja, und der Holger hat gerade Schiss und klettert die Leiter runter. Holger. Rauf! Holger, rauf jetzt wieder hier! Rauf mit dir! Komm! Los! Hoch da! Das Lustige ist, das ist der B-Parcours, das heißt, der richtig hohe Parcours, der kommt erst noch, ja, und da hat, der geht hier schon der Kackstift, ja, das muss man sich mal vorstellen. Man, komm, dann lass mich mal jetzt hoch da. Holger Hosenschiss. Du kannst jetzt nicht aufgeben, Eddie. Ja, ich weiß, dass du Angst hast. Aber du musst jetzt langsam mal hochkommen, wirklich. Ah, fuck, mir ist gerade ein 50-Cent-Stück runtergefallen. Kannst du denn schon mal runtergehen? Ist eine neue Episode vom Witzbuch rausgekommen, oder was? Zurück bitte. Du hast ja was vergessen. Das Schwierigste an dieser ganzen Nummer hier ist, mit Nils zusammen das zu machen. Ist so nervig. Komm jetzt, Eddie, ernsthaft. Eddie, du kannst jetzt nicht aufgeben, Eddie. Komm jetzt hier. Ah, Eddie. Ey, hör mal, ohne Scheiß auf zu stressen, Nils. Alter Schwede. Puh. Ja, kletterfrei Schwindelwach. Kletterfrei Schwindelwald, ja, oder so. Also es war aber nur die erste Episode. Das war jetzt so, nur um mal reinzukommen. Wir wollten euch nicht gleich mit den Hardcore-Bildern irgendwie hier verschrecken, weil ihr kennt das ja auch, wenn man irgendwie im Internet so Videos anguckt von Skatern oder so und man weiß genau, okay, gleich gibt's einen offenen Bruch. Und eigentlich ekelt man sich und hat Angst und will das Video nicht zu Ende gucken, aber durch irgendeinen Sensationstourismus guckt man sich das Video doch an. Und ungefähr, ey, so muss man sich ja fühlen. Du bist ja scheinheilig. Ernsthaft, wie oft habe ich dir schon irgendwelche Videos geschickt von irgendwelchen Leuten, die verunglücken, und du sagst immer, ich will es nicht sehen. Ja, das stimmt. Ich kann die Tragödie anderer Menschen mich daran nicht ergötzen. Ich schicke ihm halt wirklich ein, zweimal pro Tag schicke ich ihm original, ja, von irgendjemandem, der total böse verunglückt, und du willst es einfach nicht sehen. Ich finde es aber auch... Ja, du traust dich halt nicht der Realität ins Auge. Nee, ich bin einfach gut und so mitfühlend, dass mich das emotional vernichten würde, wenn ich das permanent als anderer Menschen hat. Deswegen bin ich auch so nett zu dir, immer. Ist so. Haben wir ja gesehen gerade, dass ich für ein toller Mensch bin. So, und was machen wir denn jetzt eigentlich? Ach ja, ich habe eine gute Idee. Was denn? Kann ich nochmal bitte deinen Führerschein vor? Darf ich das nochmal haben? Mir ist was Lustiges aufgefallen. Oh nee, doch. Was kommt jetzt? Also nur mal, falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, weil das ist ja Fusi, ne? Und da kommen ja viele Leute. Was soll ich zuhalten da dran? Am besten meine Adresse. Stimmt die denn noch? So. So. Das hier, also ich halte das mal was so. Was soll ich zuhalten? Das Bild. Ja, seht ihr das? Und jetzt achtet da mal unten links, da schlawinert da so ein Ohrring lang, ne? Das war cool damals, und, jetzt mal ernsthaft. Ja, das war damals cool. Und mir ist da war ich 16 oder so. Ne? Und mit 16, wann war das? Das war hier, mal rechnen. Ja. Wann war man das? Du hast dich ja so 1983. Vor 13 Jahren. Nein, das war vor 1995. Es ist 1995. Eddie hat einen Ohrring und bräunt sich. Erkannt. Wer hätte das gedacht? Ich bin nicht mit dir verwandt. Aber vielleicht der, den wir jetzt mal zeigen wollten. Der hat nämlich den gleichen, die gleiche Definition von cool wie du. Das ist tatsächlich das, was ich meinte. Diese leicht verzierten Ohren. Dieser Heavy-Metal-Style, ne? Ja, das war so ein bisschen, ja, so grunge. Ich glaube aber übrigens, bei dem hat das auch eine einfach eine Funktion, weil wenn der am Baum hängt, dann macht er sich da seinen Karabiner an den Ohrring und auf alle Fälle nicht runterplumpst. Aber eins möchte ich jetzt mal kurz sagen hier. Weißt du, das war vor 16 Jahren cool. Ja, so. Genau.
Und da habe ich auch Ace of Base gehört. So vielleicht ist das ja auch bei ihm auch schon 17 Jahre drin und das ist aber so festgeeitert, dass er das nicht mehr rauskriegen kann. Und so ein bisschen gerostet und so, weißt du? Das irgendwie gefährlich wäre, das wieder jetzt abzumontieren. Kann sein. Siehst du das eigentlich noch, dass ich hier noch das Ohrloch habe? Siehst du, sieht man das noch? Oh, das kann ich nicht sehen. Da wird mir schlecht. Da ist, hier, guck mal, da, ich habe da noch ein Ohrloch. Sollen wir gleich mal lustige Sachen da reinstecken? Super, das machen wir. Wir stecken da gleich lustige Sachen rein, so wie Krankheitserreger und Atombomben. Bis gleich. Also wenn es um so Sachen geht, wo wirklich Manneskraft, Trismut und so gefordert ist, dann ist mit mir nicht viel anzufangen. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Werbung. Männer, meine Damen und Herren, haben manchmal Probleme, sich auszudrücken, haben manchmal Probleme, das, was sie wollen, auszuformulieren und auch ihre Gefühle zu zeigen. Und da haben wir uns gedacht, wir wollen uns trotzdem ausdrücken und den Frauen auch zeigen, was wir wollen. Und da haben wir einen aufstrebenden Künstler entdeckt im Internet. Und der hat im Internet! Dieses Internet. Und der hat es auf den Punkt gebracht. Was we only have a little Internet. Ja. der hat es auf den Punkt gebracht. Der hat einen Song rausgebracht, der... Ja, man kann sagen, es geht um die Beziehung von Männern und Frauen. Auch auf der emotionalen Ebene. Ja, vor allen Dingen auf der emotionalen Ebene. Einfach auch wirklich mal offene Worte. Und du, wie du schon gesagt hast, Männer trauen sich das ja oft nicht zu sagen. Es geht alles viel leichter mit Musik. Das weiß man nicht erst seit dem Dschungelbuch. Gemütlichkeit, Ruhe und Gemütlichkeit. So, und das ist eben die männliche Art und Weise, deswegen gibt es auch Musicals. Musicals stammen ja von Männern ab. Das ist unsere Art und Weise, sich auszudrücken und deswegen wollten wir euch das mal eben zeigen. Schaut euch dieses Musikvideo an, fantastisch. Oh. We're sorry, this video is no longer... Das gibt's ja, ist nicht schlimm, geh mal auf den anderen Bieter. Nee, der ist da auch. Warte mal hier, sei mal ruhig, unterhalt mal das Publikum. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Etienne Gade. Ich wurde 1979 in 78 in Frankfurt am Main geboren und ich bin der Meinung, dass Ohrringe immer noch cool sind. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe gesagt, vor 16 Jahren waren die mal cool. Nein, jetzt. Weil alles Gute kommt zurück, wie ein Boomerang des Glücks, der mit Gold bestickt ist. Und deswegen möchten wir an dieser Stelle euch ein Video zeigen, was leider nicht geht. Das ist aber auch im übertragenen Sinne zu verstehen. Denn vielleicht ist da irgendwo im Vorstand von YouTube jetzt eine Frau, die sich dadurch belästigt fühlt durch dieses Video, völlig zu Recht gesagt hat, die nehmen das raus. Das kann sein. Das kann sein, ja. Muss aber nicht sein. Warum? Kann auch sein, dass das irgendwie... Das geht gerade nicht. Das geht nicht. Wir können ja einfach nochmal zurück in den Wald gehen und in der Zwischenzeit versuchen wir das zu fixen. Ah, hier, jetzt. Yes! Warte. Oh, yeah. Moment. Warte, gibt es einen. Ja. Der hat übrigens noch andere lustige Videos gemacht. So, da ist es. Jetzt hier, Achtung. Nicht nur das. Die solltet ihr alle mal angucken. Wie heißt der Künstler? John? John. John. Sei ruhig jetzt. Women are stupid and I don't respect them. That's right, I just have sex with them. Show me your genitals. Genitals. What? Show me your genitals. Genitalia. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Genitalia. You're talking to me about stuff. Why? I'd rather see your titties. Now you're talking about other stuff. Why? I'd much rather see your titties. I can't have sex with your personality, and I can't put my penis in your college degree. And I can't shove my fists in your childhood dreams. So why are you sharing all this information with me? It's not sexist because I'm saying it in a song. That's right, bitch. Now take off your thong and show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. Show me your genitals. Your genitals. What? Show me your genitals. Your genitalia. Knock, knock, who's there? It's me. Wonder why you're not naked. Knock, knock, who's there? Me again. Still wondering why you're not naked. I wanna see your bum, I don't care what you say. No, I don't have feelings, cause feelings are gay. Something, something in the month of May. Bitches love my penis cause it's really big. Girls' brains are much stupider than men's are. So they should always listen to us cause we're smart. Women are only good for three things. Cooking, cleaning, and vaginas. Show me your
genitals. Your genitals. What? Show me your genitals.